habe in meinem Harley-Fundus noch eine E-Zündung gefunden, die du vielleicht gebrauchen kannst. Sie kommt von einer 1988 Evo Sporty, die könnte passen. Ich habe sie damals gegen eine Kontaktzündung ausgetauscht und müsste noch alles funktionieren. Ich bin schon gespannt auf das Armee Pork Sportster Projekt und wünsche dir gutes Gelingen, da es wohl dein erstes Harley-Projekt ist. Ja, es ist nämlich Neuland. Mach weiter so, deine Sendung ist super und vielleicht trifft man sich ja mal irgendwo beim Benzingespräch. Nee, lieber beim Biergespräch. So, liebe Grüße, Harley-Schrauber Klaus. Vielen Dank, Klaus. Moin, hier sind wir wieder. Ja, wir live auf Sendung. Nils, der hat wieder ein Schätzchen mitgebracht. Ja, ein Scheunenfund. Ein Scheunenfund, ja, kann man so sagen. Fast. Fast Scheunenfund, muss man sagen. Also der Besitzer hat das gut gehütet. Du, ich hab eine Überlegung angestellt. Der Besitzer hat das gut gehütet? Ja, also nicht in der Scheune, sondern in der Garage. Garagenfund. Garagenfund. Mhm. Und auch nicht so verwahrlost, sondern mal abgestellt und nicht mehr so lange angeguckt, sagen wir mal so sagen. Aber jetzt nicht ganz Ruine. Aber ich habe eine Idee. Na? Sollen wir heute nicht mal die Sendung mit einem Bier beginnen? Nein. Wir haben die andere jetzt mit einem Bier aufgeendet. Ja. Dann können wir doch jetzt, ne? Ja. Holt euch doch schon mal ein Bier. Wir fangen die Sendung gleich an. Wir wollen jetzt mal mit dem Bier anfangen. Genau. Gute Idee. Ja. Und dann sind wir auch entspannter beim Schrauben. Genau. Und das mit dem Ploppen, das können wir jetzt noch mal üben. Weil gerade eben war ja so ein bisschen... Ja, sollte jetzt klappen, meinst du? Mhm. Und wir müssen das ein bisschen anlösen vorher, ne? Klaus, vielen Dank. Ich habe schon eine Zündung, aber mal sehen, vielleicht baue ich die andere Zündung ja auch ein. Ich will mir das mal angucken. Also toll. Jetzt zur Zündab. Nee, jetzt zum Bier. Ach so, genau. Bier. So, nee, aber jetzt wirklich, ich weiß nicht, wie kriegt man das bloß hin? So ein bisschen an, tu ein bisschen an. Ja. Weiß ich auch nicht. Doch. Anditschen. Und mehr schütteln nochmal. Nee, das sollten wir lassen. Da haben wir mehr Druck. Na gut, bisschen. So. So. Dann. Wie gehabt. 1, 2, 3. Ja, also pass mal so. 1, 2, 3, plopp. Okay. 1, 2, nein. Ach so, ich fall es an. Ach so, okay, okay. 1, 2, nein, so geht das nicht. Wir müssen hier die Reihenfolge. 1, 2, 3, plopp. Oh, der war doch gut. Der muss echt da. Mit Schütteln. Das klappt. So, moin erstmal. Jetzt geht's los. Nils, was hast du dir wieder ans Knie genagelt? Sag mal. Eine KS80 Super. So. Ans Knie genagelt, das trifft das wirklich. Ja. Also ich hatte eigentlich nicht so die Ambition. Du wolltest sie gar nicht haben, ne? Also. Oh, Heine. Der riecht das Bier auch, ne? Kann angehen? Heine mag auch gerne Bier trinken. Naja, auf jeden Fall, was soll ich sagen? Ja. Bekannter vom Bekannten, der hätte eine, steht schon zig Jahrzehnte in der Garage und würde die jetzt verkaufen wollen. Verrückt. Na, ich sage, ja, ich guck mir das mal an. Ja, hingefahren, war auch nicht so weit weg. Das passte eigentlich auch, ne? Also manchmal sind die Kisten ja, musst du 300, 400 Kilometer fahren. Ich musste in dem Moment, weiß nicht, 40 Kilometer fahren, ging ja auch noch. Ja, das geht, ja. Ja, und dann habe ich das gesehen. Da hast du Schreck gekriegt. Ja, mit der Verkleidung habe ich Schreck gekriegt. Ja, aber es war damals Stand der Dinge. Also, wenn ich das heute so sehe, dann denke ich mir, das ist ein Verbrechen. Man kann doch nicht so ein Moped so verunstalten. Aber früher in den 80er Jahren, da war das so, ne? Hm. Also, man muss dazu sagen, diese Verkleidung ist nicht original. Nee. Die wurde von MBV gefertigt. Mhm. Und der hat die, kann man sagen, so 2-3 Jahre original gefahren. Da hat er sich gesagt, wo ich jetzt 18 bin, da hole ich mir so eine richtig geile Sportverkleidung. Und dass er so ein bisschen windgeschützter ist, weißt du? Hat er sich die selber angefunden? Nein, das ist alles. Ich habe die Rechnung davon. Nein, wer hat die denn angebaut? Das war diese Firma hier. Jürgen Brotzek, Zweiräder in Kiel. Und dann hat er sich auch noch gesagt, ich habe jetzt eine Sportverkleidung, dann brauche ich auch noch einen richtig fetten Zylinder. Ah. Und hat den Originalzylinder, den 100 Kubiksatz, von Zündab sich raufbauen lassen. Ach, und das raufbauen lassen, auch von der Firma? Ja. Aber es handelt sich hier um einen Originalzylinder mit 100 Kubik. Sehr, sehr selten. Mhm.
Also, den konnte man damals so kaufen. Ja, um das auf Motorrad zuzulassen, ne? Ja. Da hast du dieses Update gekriegt mit dem Zylinder und dann konntest du es auf Motorrad zulassen. Das Cockpit, das sieht ja aus wie bei Captain Kirk hier. Das ist unglaublich, ey. So, das mal so sieht, ne? Das ist so unglaublich, was die da gebaut haben. Captain Kirk, Alter. Ja. Du hast das jetzt wieder hier, so. Captain Kirk? Natürlich, Mann. Raumschiff Enterprise. Raumschiff Enterprise, ja. Das ist alles so, ja, ein schlimmes Design. Also ich finde, allein schon diese Griffe und so, das ist so. Das ist Magura. Überhaupt, ja, aber guck mal, wie das aussieht. Das ist so klumpig und so riesig. Und wenn du jetzt da so andere Griffe siehst, wie filigran was sein kann. Und da, na, das ist ja nur ein Design. Ich bin ja auch. Du bist Designer. Nein, ich. Doch, bist du. Ja, aber ich bin auch aus einer anderen Zeitepoche, wo früher Sachen noch einfach schöner war. Wenn du jetzt so eine Horex siehst und guckst du da auf das Cockpit, weißt ja, du, das ist aufgeräumt, das ist schön, da sind die Bautenzüge schön verlegt und das ist auch nicht so ein Klumpen hier, so ein Schalter, weißt du, da musst du hier eine Gebrauchsanweisung haben. Was ist denn hier alles los, sag mal? Hallo und, ja, was hier? Und Blinker, Fernlicht, Horn und normales Licht, links, Stopp. Rechts. Ja, steht ja alles drauf. Auf Stopp, hat die Stopp? Hat die das? Ja, wenn du anhalten willst, ist eine Bremse. Das Notbremse. Das wusste ich nämlich auch schon gar nicht, ob die sowas hat. Nee, weil das ist hier. Ja, das Totmacher. Ein Totmacher so. Ja, aber du ja hier einen Fünfschlüssel hast. Normalerweise. Das war alles dabei noch, oder? Ja, aber es ist wirklich. Aber pass auf, noch was. Noch oh ja, noch was. Was, denn? Was sich komplett unterscheidet zwischen den ganzen Zünderfahrzeugen. Hier hast du einen Hebel. Drückst du hoch. Ich glaube so, ne? Kofferraum oder was? Ja, dann kannst du das hier irgendwie seitlich aufmachen. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, wie das geht. Ich mach die mal runter. Oh, oh. Guck mal hier. Oh, dann lass mal da unter gucken. Ist auch mal interessant. Ah, das ist das Zentralfederbein. Guck. Guck mal, das kann man schon mal sehen. Und da die dicke Batterie, das ist so richtig schon wie beim Motorrad. Du. Also, ne? Oh, hier ist ein Zündkerzenschlüssel, Nils. Ja, weiß ich, hab gesehen. Krieg ich den? Nein, den brauch ich. Oh, krieg ich den? Nein, jetzt gib her. Was? Der kann alles, du kannst alles. Finger weg. Komm. Oh, Alter, nimm den Zündkerzenschlüssel. Nimm ihn, wenn du ihn unbedingt brauchst. Ach, der schön. Ob das Original Zünder ist? Nee, die kannst du behalten. Na, hab ich mir gedacht. Ja, passt da auch gut da rein. Da ich ja diese wunderschöne Sportverkleidung nicht haben möchte, ja, biete ich die aber gerne zum Verkauf an. Oh. Also, wer diese wunderhübsche Sportverkleidung haben möchte, die in einem Top-Originalzustand ist, kann sich bei Andys Funktionspunk melden. Mal sehen, ob es da Leute gibt, die sowas haben. Doch, oder? Da gibt das welche. Ich weiß, dass da das gibt. Ja, das kann ja sein. Also, wir bieten die an. Mhm. Ne, zum Weihnachtspreis. Zum Weihnachtspreis. Ja. Hm? Für einen schmalen Taler. Ja. Klasse, Nils. Das ist immer ein tolles Angebot. Ja, so bin ich halt. Bist du nicht gleich eine Karte verkaufen? Nee, bist du irre? Da hängst du dran, ne? Findest du gut, jetzt ne? Ich bin ein bisschen verliebt, muss ich sagen. Ja, ja. Mach mal die Hebebühne hoch. Mhm. Wir fangen einfach mal an. Hast ihn? Nee. Das gibt's doch nicht, du. Hat sich gedreht. Warte mal, lassen wir mal jetzt nochmal mit denen hier. Der ist gelöst, hat er sich auf jeden Fall. Ja, ist lose. Gut. Geht immer noch schwer. Sag danke, Schrauber. Danke, Schrauber. Ja, danke. Ja, der ist gut. Gute Schlagschraube ist das. So, jetzt muss er trotzdem erstmal Öl ablassen. Ja, die ist, ich sehe das schon, die ist total oxidiert, die Schraube. Die ist total weiß. Gut. Im Alu aufgeblüht. Jo. Stell die Wanne schon mal unter. Ja. Der Bremshebel kann drauf bleiben. Jo. Ja. Nur aushaken. Nö, brauchen wir nicht. Geht so, weil die Fußraste stört wahrscheinlich. Die ist sowieso krumm. Die können wir gleich mal gerade machen. Soll ich die mal gerade biegen, die Raste? Sieht ja schlimm aus, Nils. Ja, mach das mal. Die müssen weiter runter, ne? Ja. Ja. Gut. Und? Nee, noch ein bisschen.
So ist gut. Guck, weißt du, was auch total der Hammer ist? Diese Schmutzfänger, das ist ja wohl völlig Banane, ne? Ja, das fanden die damals toll. Oder der Mann hat zu viel Freizeit gehabt und ich denke, was mache ich jetzt bloß noch, was kann ich hier noch ranbauen? Die müssen auch ab, Nils. Natürlich. Aber wir fahren erstmal so, wie sie ist. Da ist schon Öl drin gewesen. Ja, das hat er auch gesagt. Immer Ölwechsel gemacht, alles picobello. Ja. Komm, wir haben hier so eine Schale, da können wir alles reintun. Oh, die ist ja toll. Die Fußraste. Die Fußraste kommt hier rein, so. Ja, mal gucken. Wo ist die Schraubenzieher denn? Die wurde die... Hä? Schraubenzieher? Da. Da ist einer. Hier sieht man an dieser Schraube, da kann man das mal ganz genau sehen, warum die so schwer rausging. Ja, Wahnsinn, ne? Das ist nämlich Alu. So, und das hat sich an den Stahl so festgehalten. Ja, das Feuchtigkeit reingekommen. Ja. Was schätzt du denn eigentlich jetzt, was an der Kupplung kaputt ist? Pass auf, ich kann es dir sagen. Ich wollte hier die Kupplung einstellen. Soll ich mal aufmachen? Mhm. Und da ist der Stift abgebrochen. Sag mal, ist das Plastik? Ja. Oh, das ist ja nicht schön. Du brauchst ja keine Magnetschalen. Nein, nicht unbedingt. So, und dann leuchte ich mal rein da. Ja, also hier ist der abgebrochen. Ja. Und den müssen wir neu machen hier. Okay. Kommt der schon. Das siehst du wohl. Dann müssen wir hier noch die Geschichte lösen, ne? Ja? Ja. Nee, die ist doch hier schon ausgehakt. Ja, aber dann, ich dachte wegen dem Seil jetzt, aber... Mhm. Will nicht so, was? Hier vorne in der Buchse noch fest. Mhm. Da müssen wir da mal mit ein bisschen nehmen. Darf man das? Mhm. Darf nee, man nee, nein, nein, nein. Oh. Hast du gut gemacht. Ja, genau. Und pass auf, und jetzt sag ich dir mal was. Diese rote Dichtung, ne? Das Originalzünder. Genau, das kennst du doch auch bei den KS-Modellen, wenn die so eine Dichtung drin haben. Der war noch nie auf, der Motor. Ne, oh, guck dir mal das Blech an hier, wie neu. Ja, wie soll das denn da drin auch alt werden? Nee, tatsächlich sieht das ab und zu richtig verranzt aus. Ganz oft habe ich schon gehabt. Ja. So, und hier habe ich was gefunden. Was ist das denn? Die Passfeder, die kommt hier rein. Also die Passfeder nicht, also die... Du weißt, was ich meine. Passstift, würde ich sagen. Ja, so eine Buchse. Führungsbuchse. Eben Führungsbuchse fürs Gehäuse. Damit die Dichtung nicht verrutscht. Siehst du das hier? Ja. Das ist Tonne. Und weißt du, das ist ein Problem. Da sind so Dämpfer drin. Anfahrdämpfer, ja. Und diese Dämpfer, die sind bei diesen Modellen, also insgesamt bei der 80er-Serie von Zündapp, so ja, 95 aus Gummi oder Hartgummi oder irgendwas. Genau. Und die können das Öl auch nicht so ganz ab. Mhm. Das ist ja jetzt ja eindeutig kaputt. Aber ich habe jetzt nicht den Abzieher mit, um das vorzuspannen. Deswegen, das mache ich dann zu Hause nochmal. Ja, ist doch nicht schlimm. Nee, aber das ist auch, ich habe das schon viel schlimmer gesehen. Da konntest du wirklich 3 Zentimeter hin und her bewegen. Ja. Ne? Also hier ist noch Gummi drin, auf jeden Fall. Also für unsere Testfahrt oder Funktion würde es noch lang. Für jetzt lassen wir das erst. Ja, genau. Andi, guck mal hier. Ach, das sind die Gummis. Ja, das sind die Gummis. Ja, diese Gummis, wie gesagt, die gehen gerne kaputt. Die werden weich und dann hat man eben halt das Spiel. Ne? Aber können wir jetzt leider nicht machen, weil ich nicht den Abzieher dabei habe, um das vorzuspannen. Gut, ich hole mal das Ersatzteil. Ja, und ich baue das hier schon mal auf. Guck mal, Andi. Ah ja. Das ist abgeknackt. Einfach das. Ja, mehr ist es nicht. Also wir könnten auch den rausschrauben und den... Den anderen da wieder reindrehen. Hm, können wir auch. Ja, ist ja abgebrochen, die Einstellschraube. Guck mal, die kriege ich sogar so raus. Ja. Aber komm, lass uns das ganze Teil nehmen, oder? Ja, kannst du. Jo. Kommt da so wieder rein. Zack. Das ist eine ganz schnelle Reparatur.
Sollen wir die Dichtung noch neu machen? Nee, die Dichtung lassen wir, weil... So wie es ist. Ne? Genau. Weil du das noch nimmst, das eh noch mal auseinander. Genau so ist es. Ja, wir könnten ja schon mal den Sprit ablassen. Hast du dein Gefäß für mich? Ja. Hol ich mal. Du kannst das ja schon wieder zusammenbauen. Ich baue das wieder zusammen. So, den hat er fest. Das sieht gut aus. So, dann muss der hier, muss da rein. War da noch viel Sprit drin, Nils? Weißt du nicht, ne? Halb voll. Echt? Ja, ich glaube ja. Können wir. Ich fülle das erstmal hier rein. Soll ich dir mal eigentlich zeigen, woran man das erkennt, dass das ein Original 100 Kubiksatz ist? Äußerlich? Ja. Das ist hier die 100 eingestanzt. Wo? Hier ist die 100 eingestanzt und daran erkennt man auch eindeutig, dass das ein Originalzylinder ist. Und der ist auch noch nicht pulverbeschichtet. Guck mal. Nee, der ist so Aluminium. Ja. Sieht auch noch so neu aus alles, ne? Ja, der ist ja auch hier... Auch der Vergaser, ne? Ja, hat nicht viel gewonnen. 21er Bing ist das. Ja. Ah, ja. Das ist eine von der neuesten Serie, Bing. Für die neueste Serie. Für die. Bing hat doch gar keinen Vergaser mehr richtig. Doch, die gibt's noch. Die Firma. So Nachbau, ja. Nein. Ja, Bing die Firma gibt's noch, aber die bauen doch jetzt nicht mehr so eine Vergaser. Die bauen sie tatsächlich nicht mehr. Nee, nee. Das meine ich doch. Finde ich, und ich weiß nicht, warum. Weil das muss keine Nachfrage, weil fährt er noch so eine Sonder. Du, diese Vergaser. Ja, das kommt jetzt wieder, ich weiß. Nein, diese Vergaser sind bei sämtlichen Fahrzeugen zu finden. Herkules, Puch, ja, Zündapp. Es sind immer diese Bing 21, die nur die Bedüsung ist anders. Also der Absatz müsste eigentlich schon da sein, weil Vergaser ist ein Verschleißteil. Das kommt immer mal irgendwann. Stimmt. So, was kann ich denn noch machen? So, dann sollen sie laufen, wa? So schön. Spritöl, genau. Das kannst du machen. Ich hole mal einen Trichter. Wir können ja das alte Öl von der Horex nehmen. Du. Nein. Hä? Das machen wir garantiert nicht. Wie sieht diese das Frage, die kannst das du. Doch nicht, das war doch nicht alt. Sollen wir ein ganz neues Öl? Ja. Wie viel denn? Nee, warte mal, ganz neu. Ja, natürlich nehmen wir neues Öl. Selbstverständlich. Nein, du lässt das doch sowieso wieder raus. Das Öl von der Horex hast du hier in die Gulaschkanone mit reingekippt. Nein, das habe ich doch extra separat. Guck mal, wie gut das noch ist. Ja gut, kipp rein. Guck mal, wie gut das ist. Guck dir das an. Kipp rein, ich mach das sowieso wieder raus. Das passt schon. Ich muss ja eh noch mal bei. Das meine ich doch. Mach den ganzen Motor eh neu. Muss so ein bisschen nachhaltig denken. Ja. So. Irgendwas stimmt da nicht, Andi. Was denn? Kann nicht richtig sein. Irgendwas haben wir nicht hin. Mit der Kupplung nicht? Nee. Hast du die verkehrt eingebaut? Ich kann den gar nicht stellen. Hast du den vielleicht verkehrt zusammengedüdelt? Nö. So geht doch gar nicht anders. Du hast mir das Teil doch so gegeben mit der Schraube. Ja, stimmt. Also normalerweise. Andersrum, das ist alles richtig. Aber der hat gar keine Funktion hier. Mhm. Aber hatte er ja schon. Deswegen wundere ich mich. Ist der Arm vielleicht gar nicht mehr in Funktion? Der hier, das hätten wir mal prüfen müssen. Doch, das muss ja sein. Ob der abhebt. Hast du schon Öl drin? Nee, der hebt ja auch ab da. Ja. Öl habe ich noch nicht drin. Das ist ja. Und hast du schon ganz reingedreht? Schon? Ja, das ist eigentlich. Dann müssen wir mal kurz gucken, was da los ist. Guck mal, das müsste der doch. Der baut ja gar nichts auf hier. Nee. Als nee, ich würde nicht. Ja, ich weiß, wo dran es liegt. Ach, jetzt hat er den vergessen.
Hast du den vergessen? Ja, den habe ich vergessen. Hast du das vergessen? Ja, den habe ich vergessen. Jetzt hör auf. Guck mal, das hat er vergessen. Ja, der kann er ja wohl nichts werden. Bist du nervös, Nils, vor der Kamera? Ja, nein, überhaupt doch nicht. Doch. Nein, bin ich nicht. Mal, rede mir nicht irgendwas ein, was nicht so ist. Ich habe den einfach nur aber mal vergessen. Aber man kann doch immer mal Fehler machen. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Und Öl habe ich Gott sei Dank noch nicht reingefüllt. Ja. Ne? Da haben wir noch mal Glück gehabt. Ich schraube das jetzt mal in Ruhe wieder zurück. Ja. Ich trinke, weißt du, was ich jetzt mache? Ein Bier. Ja, ich trinke jetzt mal ein Bier. Ganz in Ruhe. Nee, schraub das erstmal auseinander zur Strafe. Und dann kannst du Bier trinken. Okay. Das funktioniert immer lieber. Ne? Vorher läuft hier gar nichts. Aber ich habe die Schrauben alle mit Öl eingelegt. Ja, sehr mit gut. Mit dem alten Öl. Das hast du gut gemacht. Nicht. Deswegen ist das jetzt gar kein Problem mehr abzuschrauben. Hast vergessen, ne? Oh. So, guck mal. Manchmal ist das Anschrauben. Ein Pfennigteil, vergessen, ne? Das kostet kein Pfennig. Das ist sehr teuer. Ja, ja. Das kostet ein Vermögen. So, pass mal auf. Ich mache jetzt mal den Kupplungsdruckpilz hier rein. Genau. Und so, wenn man das jetzt betätigt, kannst du sehen, dann hebt er ab. Und diese Einstellschraube hier, die von, drehen wir um den Deckel, da kann man die Kupplung nachher einstellen. Also das Kupplungsspiel. Genau. Also wenn man hier einen Druck drauf gibt und drückt das rein, dann werden die Belege frei. Mhm. Und somit hast du keine Traktion am Motor. Ein Leerlauf sozusagen. Ja. Anziehen musst du die ja dann noch sehen. Das krieg ich hin. Nimm dir nur mal ein bisschen Arbeit ab. Oh, das ist zu schnell. Hier habe ich ein kleines Spiel noch von 1 bis 2 Millimeter. Das passt. Top. Das machen wir über Kreuz so. Ich kann nicht sehen. Mit deinen Wurstfinger. Wurstfinger. Lass mal sehen, die hast du gar nicht, Nils. Guck mal, Alter. Nein. Das ehrliche Arbeitshände. Ja, das sind keine Wurstfinger, Entschuldigung. Du. Es gibt aber Menschen, die haben Wurstfinger. Ja, die schmecken auch ganz gut. Was ist mein Bier? Das hier oder was? Das ist dein Bier. Das? Nee, dein meinst ist da, glaube ich. Nee, du hast recht. Das ist meins. Mhm. So, dann kann ich ja das Öl einfüllen, wa? Ja, das kannst du machen. Ich merke auch so die ganze Zeit deine Begeisterung für dieses Projekt. Oh, ist wirklich klasse. Du bist quasi Feuer und Flamme. Naja, also mich interessiert doch schon, Nils. Ja, das ist lustig. Ob die Maschine läuft oder nicht. Ja, das ist auch alles denn, ne? Ja. Aber es ist auch, ein kleiner Jugendtraum vieler. Ist es, ne? Ja, doch. Das auf jeden Fall. Konntest du damals also, nicht leisten. Ne? Was mal ganz wichtig ist, was man noch erzählen muss. Hast du die schon eingestellt? Ja. Ist ja nur das Spiel. Natürlich ist das Spiel drin hier. Nee, scheiße. Ja. Oh, beim Festziehen verstellt. Ich muss auf alles hier aufpassen. Mann. Das ärgert mich jetzt. Du bist nervös vor der Kamera. Nein, ich hatte das Spiel eingestellt beim Festziehen. Ist es nur ein bisschen Drama geworden. Trink mal lieber noch ein Bier, dann bist du ein bisschen ruhiger. Mach ich auch gleich. Noch ein? Ja. So, Öl ist drin. Das ist ungefähr jetzt etwas über eine halbe Liter gewesen. Reicht dir das? Ja. Ja. Der hat ja auch einen Keilstab, ne? Ja, halber Liter ist gut. Also, ich glaube 450 bei Neubefüllung. Wo ist denn der? Da ist er. Jetzt ist aber gut. So, tipptopp. Ja, wo ich stehen geblieben bin. Also dieses Fahrzeug hier. Und das ist wirklich... Mit der bist du stehen geblieben mit der Maschine? Nein. Andi, ich wollte was erzählen. Da hast du mich wieder unterbrochen. Und jetzt bin ich wieder angefangen davon. Wovon? Von der Geschichte, die ich erzählen wollte. Ach so, fang nochmal an. Ne? Ja, dann fange ich jetzt nochmal an. Wie war das? Stehen geblieben? Ich bin stehen geblieben, was zu erzählen. Und dann hast du irgendwie mit einem Blödsinn geredet. Und mein ganzes Konzept ist wieder durcheinander geraten. Ja, doof, ne? So. Ja, du wolltest was nach... Ja, was man hier zu sagen muss oder kann, diese Maschine war für damalige Jugendliche kaum erschwinglich. Nicht erreichbar. Fast nicht. Ich wollte mir damals auch eine neue
schöne Zünderkombinette KS50 wollte ich unbedingt haben. Ja, ja, das ist natürlich auch sauteuer, ne? Und was kriegte ich? Eine gebrauchte Zünderkombinette vom Maurer. Genau, der Typ da. Mit durchgeschissener Sitzbank. Ja, genau. Ja. Aber die hat tatsächlich 6.000 knapp gekostet, D-Mark. Neu? Ja, und oh. Das war... Wer hat sich das denn gekauft? Ich habe die Rechnung gesehen, die war auch noch dabei. Ich meine irgendwie, ich weiß nicht, 5.700 €. Nein. Und dann kam noch die Verkleidung noch mal on top irgendwann. Die hat auch noch mal... On top, die hat ja, on top. Ja, on top. Die hat auch, also, es die hat auch ist, noch mal ein Tausend. Also das ist wirklich auch so, ich habe mal mit einem gesprochen. Das ist ein Luxusmodell. Der hat sowas gehabt. Ja. Nee, nicht gehabt, wollte immer haben. Oder gesagt, wenn man so gestanden hat an der Berufsschule, standen kaum... Diese Supers, weil die einfach viel zu teuer waren. Zu meiner Zeit waren gerade die goldene KS50 Supertramp. Oh, die war hübsch. Die kam gerade raus. Hier. Und ich eierte mit der Kombinette mit zur Berufsschule. Und da waren so zwei Leute, die hatten so die. Reichsöhne, weißt du? So Reichsöhne? Die haben von ihrem Opa oder von ihrem Vati so eine nagelneue goldene Zündapp gekriegt. Weißt du, wie die Farbe heißt? Stand man immer in der Berufsschule, stand man immer oben bei den Mopeds. Ja. Und hat man sich immer unterhalten. So, guck mal hier, die und meine läuft 80 und die läuft so und so. Und meine Kombinette war ja nachher auch schnell, weil ich da einen Superterm-Motor eingebaut habe. Und die waren nachher genauso schnell wie so eine goldene Zündapp. Weißt du, wie die Farbe heißt? Nee. Von dieser goldenen Zündapp? Lass mich raten. Richtig toll. Gold. Nein. Arizona Gold. Richtig tolle Farbe. Arizona Gold. So, ich brauche einen 10er-Schlüssel, um das hier nochmal einzustellen. Und dann kann es losgehen. 10er? Ja. Liegt hier keine? Weil ja. Haben weggepackt. War vorhin. Vorhin lag hier ein 10er. Oh. Nee, ist doch falsch. Schon mal 9er. Oh. Jesus Maria, was ist hier los? Auch fest. Hier ist alles fest. Soll ich mal an die Kupplung gehen oben? Nee, ich kann die. Pass auf, die Schraube ist. Ah, sie ist doch lose gegangen. Cool. Glück gehabt. Oh, die hat kein Spiel jetzt. Nein. Viel zu stramm. Ja, so. Ich stell's doch gerade ein. Ich Hallo. Dachte, du willst sie noch strammer stellen. Nein, ich stell sie lose. Okay. So, dann die Fußraste noch ran hier. Allein das. Wie kann man nur auf die Idee kommen und Fußrasten eckig herstellen? Ja, weil das ganze Fahrzeug eckig ist. 80er Jahre ist eckig. Hier, Blinker eckig. 70er Jahre ist rund, 80er Jahre ist eckig. Ist nun mal so. Was haben die sich da bloß bei gedacht? So, war juckt nicht. Die haben wahrscheinlich alle eine Zigarre geraucht. Ne? Mit viel THC. Meinst du? Also das ist so, wir designen ein Fahrzeug. Aber ich muss sagen, so schlecht finde ich das auch gar nicht. Also die Verkleidung okay, aber... So, dann mal gucken. Was denn? Dass du da so gegen bist, Alter. Ist sie drin? Dass ich da so gegen das Eckige bin? Ja. Nö, ich finde eckige Sachen ja eigentlich gut, bloß... Ja, ist ja gut jetzt. Wir wollen das nicht weiter ausschweifen. Nein. Hast du schon Beng Teng reingemacht? Also, glaub nicht, ne? So, jetzt muss ich mal gucken, was sind jetzt der Tankschlüssel hier? Oh, so viele Schlüssel. Wofür sind denn die ganzen Schlüssel, Andi? Oh, ich habe gleich einen richtigen gefunden. So. Eins zu 50, Nils. Ja, ist in Ordnung. Riecht ganz anders, ne? Sehr gut. Das könnte ruhig auch so in der Wohnung stehen, als Duftlampe so. Duftbaum im Auto. Herrlich. Auch gut. Gießt demnächst als Merch bei uns. Luftbenzin. Luftbenzin. So. Den wieder rauf.
So, dann muss er auf Reserve. Das ist deins noch? Jo, her damit. Da gibt's nichts zu knurren. So, machen wir runter die Bühne. Da muss ich ja hochdrücken, ne? Auf hochdrücken. Sollen wir noch eine Probefahrt machen? Aber heute nicht mehr. Ich glaube, heute ist ein bisschen duster noch, ne? Ja. Oder schon. Warte mal, Choke. Lass ich mal hier rauf. Also dieses wunderschöne Moped. Er wollte ja schon. Ich glaube, der springt nur mit Propangas ab. Du. Hast du die Zündung noch dran? Ja, er wollte ja schon ganz kurz mal. Alles, ne? Ja, ich hab schon immer mal Blinker. Die läuft, ne? Nils. Das läuft doch wieder. Super Arbeit. Hat mal wieder Spaß gebracht mit dir. Ja. Nils. Mit dir auch, Nils? Andi? Ja, mit dir auch, Andi? Ja, Nils. Oh, schön. Prost. Prost, Männer. Wir haben ja hoffentlich auch ein Bier da am Start. Ah. Jetzt haben wir den Plop gar nicht gemacht, aber egal. Wir haben es ja vorhin auch schon gemacht. Mhm. Ja, wir können es ja nicht andauernd machen. Aber normalerweise. Wir sind gut davor mit dem Plop. Ja, du sag mal, normalerweise müssen wir ja noch mal eine Probefahrt machen, ne? Schaffen wir heute nicht mehr, ist draußen dunkel? Nee, ist dunkel. Meinst du, wir sollen das morgen mal machen und hängen das ans Video dran? Ja, das machen wir. Nickt der Kameramann? Würde ich sagen, tschüss, liebe Zünderfreunde. Liebe YouTube-Freunde des Funktionspunks-Kanals. Wir verabschieden uns, war mal wieder schön mit euch. Ja. Tschüss. Tschüss. Also, ein bisschen Enttäuschung ist ja da. Ich konnte mit dieser wunderschönen Maschine leider nicht fahren, weil wir gemerkt haben, dass die Kupplung nicht trennt. Ja. Und wir haben es auch versucht, die ein bisschen lose zu kriegen. Da tut sich nichts. Ich glaube, wenn man da jetzt mit Gewalt beigeht, macht man mehr kaputt als heil. Deswegen hat Nils gesagt, die kommt jetzt zu Ihnen wieder zurück nach Hause. Dann mache ich sie heil.
Ja. Mach die Kupplung nochmal alles neu. Und dann darf ich bitte endlich damit jetzt fahren. Ey. Nee, du musst da ja nicht mitfahren. Doch. Nicht zwangsläufig, wenn ich du da gerne mitfahren möchtest. Ich muss doch mal mit einer KS80 super gefahren haben. Selbstverständlich musst du das. Das Prospekt haben wir noch gar nicht gezeigt. Oh, das Prospekt, das ist ja auch toll. Ja. Willst du das schnell mal holen? Ja. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich hole das mal. So, Nils, guck mal hier. Ah, ja. Weil du ja diese Maschine neu erworben hast, da habe ich doch noch was gefunden in meinem Fundus. Mhm. Und zwar ist das, muss ich ja wirklich sagen, ein Prospekt von Zündapp, ja, von dieser Maschine. Wenn du das mal siehst, so war Zündapp-Reklame damals. Ja, auch. Guck mal, so sah die ja auch. Ja, ne? Hier sieht sie ja viel schöner aus mit der Verkleidung. Das ist nagelneu, ne? Kriegst du sowas dann noch? Ja, das kann ich noch kriegen. Toll. Mhm. Von Herrn Schütz? Ja, eventuell, aber das wird auch überall angeboten. Die werden nachgebaut. So, aber ich wollte noch mal, guck mal hier. Vielleicht steht hier noch mal ein Preis. Nee, tatsächlich nicht. Aber tatsächlich habe ich jede Maschine außer diese auf diesem Bild. Mhm. Echt, wa? Mhm. Klasse. Ja. Ja, du bist ja so ein 80er-Jahre-Zündapp-Fan. Ja, 83. Was steht denn alles? 83, Sportdisziplin, Enduro und Straßensport. Das wussten wir aber alle schon, ne, wir beide. Ja. Meisterschaft 83, März in Jarama, Spanien. Oh, naja, so. Und das willst du mir jetzt schenken? Das kriegst du jetzt zu dieser Maschine, weil du ja so glücklich bist mit dieser Maschine, dachte ich. Nils, das ist doch ein Geschenk. Ich sag danke, Andi. Ja. Lass ihn drücken. Obwohl du mich gestern den ganzen Tag verarscht hast, hast du das jetzt wieder gut gemacht. Der Kuchen hat's rausgerissen. Ja. Und dieses Prospekt. Ja. So, und so baue ich die auch um, ne? Ja. Genau so. Mit dieser Halbschale. Und dann musst du so einen Helm haben. Gab's die nicht Römerhelme? Waren die nicht so? Ja, von Römer waren die. Ja. Ganz schwitzig. Die sehen auch besonders gut aus. Die sehen nicht besonders gut aus. Nee, besonders beschissen, würde ich sagen. Aber wir können denen ja noch mal zeigen, wie geil diese Maschine ansprengt. Ja. Das haben wir ja gestern. Auch verblüffend war, wir haben ja, das Motorrad hat ja auch recht lange gestanden. Und mach mal an. Erzähl ich jetzt gleich nochmal was. Ja, lass mich mal was ran. Was ich hier so verblüffend fand. Boah, was für ein schönes Standgas die hat. Und so niedrig. Ja, ganz toll. Und was jetzt noch ist, die Batterie ist nicht tot. Aber Wahnsinn, ne? Und die läuft auch schon gut hoch. Alles super. Echt? Ja, bloß die Kupplung, ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen. Naja, ich hoffe ja, ich darf dann irgendwann noch mal mitfahren. Bitte, Nils. Ich werde es mir überlegen. Und du warst lieb. Du kriegst auch okay, du hast mir einen Prospekt gegeben. Apfelkuchen. Noch on top. Ja, kriegst du. Also wenn du mir einen Apfelkuchen machst, dann darfst du vielleicht drauf fahren. Vielleicht. Und ein Bier. Ja, auch. Kriegst alles, Nils. Siehste, dann haben wir das. So machen wir das auch. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Und jetzt beenden wir diese Folge. Weil ich habe die Schnauze voll jetzt, mich von dir verarschen zu lassen hier. Zwei Tage schon. Das stimmt gar nicht. Doch. Nein. Doch. Naja, gut. Ich bin immer gut zu euch allen. Probefahrt, wann? Nächste Woche? Ja, wenn die denn läuft. Ja, nächste Woche ist sie fertig. Ja, nächste Woche seht ihr denn uns wieder mit der wunderschönen Maschine hier, mich auf einen harten Ritt. Könnt ihr euch schon mal einlassen mit dieser tollen Maschine. So, tschüss. Tschüss.